Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, so, wir sind hier an so einem Schiff angedockt, wo ich noch dran muss, jetzt irgendwie. Und ja, da haben wir auch für die, genau, die Nia Kalos, für das Freestar Collective. Muss ich da jetzt irgendwen retten? Befreien? Helfen? Sprich mit Nia Kalu. Okay, ich glaube, ich brauche nicht die. Was war das jetzt? Habe ich es repariert? Okay, das geht schon mal tief runter. Das finde ich interessant, dass hier das sogar mit Gefängniszellen. Aha. Boah, unser Hauptschiff soll riesig werden, auf jeden Fall mit eigenem Gefängnis. Oh, meine Nase, die juckt. Ich bediene mich mal plündern. Haben wir wieder was geschafft. Nice. Wir müssen mehr plündern. Fluganzugwartung. Ich werde jetzt auch nicht alles mitnehmen. Dass ich mich hier einfach am Schiff bediene für alles. Finde ich auch schon mal super. Oh. Die ist hier alleine. Kann ich mich trotzdem hier überall bedienen? Bin des Captains. Europium, Beryllium. Ich darf mich bedienen. Ist nicht geklaut. Nia Kalu, hallo. Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Ich bin Ranger Deputy Max Deus, ich bin neu. Marke zeigen. Der Marsch schickt mich, ich brauche deine Hilfe. Marke zeigen. Naja, es ist ein hübsches Schiff, aber nein, ich bin nicht hier, um es zu stehlen. Tja, wenn du die Marke behalten willst, komm nicht auf dumme Gedanken. Das alte Mädchen und ich haben schon viel zusammen durchgemacht. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Mal sehen, ob ich dich wieder in die Luft bringe. Wir müssen dich zu einem Arzt schaffen. Was soll ich tun? Sind die Gesetzlosen noch in der Nähe? Nein, keine Chance. Sie haben mindestens so viel eingesteckt wie ich. Obwohl sie zu dritt waren, will ich anmerken. Okay, und was soll ich Bitte tun? reparier mein Schiff. Wir müssen dich aber zu einem Arzt Oh, schaffen. bald wirken die Schmerzmittel. Dann ist alles gut. Das Schiff hat Priorität. Ohne Schiff kann ich nicht arbeiten. Flick ist einfach gut genug, dass wir es nach Haupthand schaffen. Der Rest wird da gemacht. Wie wär's mit ein paar Credits für meine? Ich helfe dir, aber im Gegenzug bitte ich um einen Gefallen. Darum musst du nicht bitten, ich hätte dir sowieso geholfen. Okay. Kleiner Hinweis, da du ja neu bist. Ranger unterstützen einander. Immer. Alles klar, Nia. Verstanden. Alles klar, okay. Reparier die Nia Kalus. Sarah, du bist im Weg. Da vorne hatten wir schon einen, den ich nicht gesehen. Ah, hier. Gut. Da. Und dann wahrscheinlich nochmal nach unten. Hier unten waren wir noch gar nicht. Ich gehe aber erstmal. Hier ist nichts. Das ist wahrscheinlich der Ausgang. Wenn man gelandet ist damit. Das ist der Maschinenraum, gehe ich mal von aus. Okay. Wie hoch komme ich, wenn ich hier so springe? Bis nach ganz oben? Okay.
Und, geht's dir besser? Danke. So komme ich nach Hause. Um die Gesetzlosen muss man sich trotzdem noch kümmern. Meinen Ranger-Kameraden helfe ich immer gerne. Nimm nächstes Mal Verstärkung mit. Komm, du hast recht. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen, finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Sag mir einfach, wohin sie unterwegs waren, dann kümmere ich mich darum. Was kannst du mir über die Schiffe sagen? Ich bin nicht gekommen, um gegen Gesetzlose zu kämpfen. Ne? Was kannst du mir über ihr... Leichte Bewaffnung, nicht zu schnell. Die Piloten sind nicht schlecht, aber Amateure. Du bist in der Unterzahl, aber sie haben schon einiges eingesteckt. Das macht es fair. Okay, dann wo sind sie hin? Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Viel Glück bei der Jagd. Jo, alles klar. So, begib dich nach Miata. Sarah, kommst du? Wir müssen jagen. Oh, was gibt's denn hier? Schwertlustrad, perfekt. Und noch ein Medipack. Ich darf mich hier einfach bedienen. Kefir, Synthmate Schinken. Sarah, aus dem Weg. Du hast einen schönen Rücken, aber ich muss hier vorbei. So. Wollen wir mal. Gut. Lassen wir die Kiste abheben. Ja, da bin ich für. Da bin ich sehr stark dafür. Captain Max Deus ist unterwegs. Schiff ist abgedockt. Aktiviere Antrieb. So, die Richtung muss ich. Da. Und los. Okay, die sind wirklich nicht weit. Okay, jetzt geht's los. Ah, die haben aber schon ordentlich Schaden bekommen. Ach, wie süß. So. Komm. Den ersten haben wir. Komm. Ah, der ist Level 12er. Okay, da waren jetzt... Feindliche Schilde wieder aktiv. Komm, ich will den treffen. Okay, mein Schiff ist nicht gerade wendig. Ihr Antrieb ist offline. So, komm, triff. So, und den Level 12er will ich. Den will ich kapern. Wo ist denn der hin? Komm, wo bist du? Zielerfassung. Komm, den Grafantrieb. So. Okay, es ruckelt gerade sehr viel. Nein, ich will jetzt nicht landen. Das. Nein! So wollte ich das nicht. Ich wollte so mitnehmen. Okay. Haben wir aber dann alles eingesammelt. So, achso. Und da will ich auch noch. Drei Kilometer entfernt, okay.
Also sorry, ich musste eben ganz kurz was nachschauen. Deswegen war ich jetzt kurz da in die Richtung am gucken. Komm. Autsch. Den habe ich gespürt. Ich fand es jetzt aber schade, dass wir wieder mal es nicht geschafft haben, ein Schiff zu kapern. Ist mein Schiff zu stark oder wie? Mach ich zu viel Schaden? Alles klar. Schmuggelware dürfte ich keine haben. So. Da, Hopetown. Mal gucken, was es da gibt. Also, da, das ist ja auch ein Schiffshandel. Vielleicht gibt es da bessere Schiffe. Würde ich gerne welche kaufen. Und da kann ich sicher wieder was verkaufen. So. Ich habe ja wieder hier noch ein Dead. Habe ich jetzt zwei Dead Eyes? Ne. Aber den alten Eon kann ich ja verkaufen. Hat der Händler Credits. So, das kann weg, das kann weg. Der kann weg. Sonst passt das. Den Dead Eye würde ich mal behalten wollen. Anzug, Kleidung. Passt wohl. Hey, wie kann ich dir? Sollen wir reparieren? Zeig mal, was du im Angebot hast. Ist sicher was, was dir gefällt. Ja, mit Sicherheit auf jeden Fall. Der sieht auch cool aus, muss ich sagen. Der Händler hat. Alter, der hat aber auch wieder viel Geld. Der Dullahan. Ein Rambler? Nee. Der Trebuchet sieht auch cool aus. Hier steigt man von der Seite ein, okay. Die Narcissus. Gefällt mir auch. Den könnten wir uns sogar schon leisten. So, aber hat nur 4 Crewstationen. Dann den Ranger. Quir 2. Shackleton. Shackleton sieht auch mega aus. Kostet 123.000. Könnten wir uns leisten, dann hätten wir ein zweites Schiff. Aber da können wir nicht so viel von der Crew drin haben. Bild hat er 1.500. Klasse B. Aber ich lasse das mal. Also, wir kriegen sicherlich noch irgendwie andere Schiffe. Ich will keine Beschwerden hören. Da haben wir die Rangers. Gehen wir mal zu denen. Also hier ist komischerweise niemand. Türen offen, alle Feierabend. Die Gefangenen können einfach so entlassen werden, wenn die also freigelassen werden. Ich bin Ron Hope einmal begegnet. Idealistisch und auch ein wenig ein Träumer. Aber man muss seine Leistung schon bewundern. Ja, was gibt's? Ich guck mal, ob es da wieder was Neues gibt. Kein Problem. Frag ruhig. Hast noch andere Hobbys? Die Erkundung ist mein Leben. Gleichzeitig Beruf und Steckenpferd. Aber ich mache dir ein Geständnis. Du musst das aber für dich behalten. Einverstanden? Sie erzählt das mit der Rockband. War ich in einer Band. Und zwar nicht in einer Schulband, sondern in einer Rockband. Wir hießen Ironic Comet.
Lächerlicher Name, ich weiß schon. Aber wir waren Teenager und wollten einfach ein bisschen Spaß haben. Und bevor du fragst, nein, ich war nicht die Sängerin. Ich saß am Schlagzeug. Es ist natürlich nie was aus der Band geworden, aber es war eine schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Hm, okay, also... Vielleicht ein anderes Mal. Da, von ihr gibt's eh nichts Neues, okay. Ist das nicht die, mit der wir schon mal gequatscht hatten? Der wir schon mal geholfen hatten? Ne. Gibt's hier Waffen? Das ist ein Waffenladen, ne? Hallo. Hallo. Waffenwerkbank? Hier. Ich würde mal gucken, ob ich hier Shadow nochmal verbessern kann. So. Eigentlich rein theoretisch könnte ich hier einen Schalldämpfer reinbauen. Mündungsmods 2 muss ich aber erstmal schaffen. Also Skins kriege ich da erstmal noch nicht hin. Am Zahltag ist immer viel los. So, gucken, was Carlos Shenton zu sagen hat. Was führt dich her? Handel oder Langeweile? Ein paar Regeln. Wenn in der Stadt irgendwo Recht und Ordnung herrschen, dann hier. Komm ja nicht auf die Idee, hier was zu stehlen. Kein Falsch. Die Preise sind fix. Wo guckt er die ganze Zeit hin? Vielleicht noch irgendwas. Sei kein Arsch. Ja, das ist, Dings, gute Regeln. Das respektiere ich dann auf jeden Fall. Dann keinen Stress. Wenn du Waffen brauchst, die gibt's hier nur bei Best Defense. Ich weiß schon, was du denkst, aber unsere Hardware ist erstklassig. Hier kommen viele Kunden durch. Wir haben für jeden was. Alles klar. Zeig mal, was du hast. Was ins Auge. Zeig mir deine Ware. So. AA 99. Breach. Breach haben wir, glaube ich, sogar. Kampfmesser. Magshot. Nova Lights. Pacifier. Regulator. Ripshank. Short Cursed. Speechless Fire. Coachman. AA 99 modifiziert. AA 99 gefällt mir irgendwie. Was braucht der AA 99 für Munition? 11 mm? Ich würde einen wohl haben wollen. Muss ich ehrlich sagen. Hat der 11 mm Hülsen noch? So, jetzt hat er 27.000. Wir haben ein bisschen jetzt Geld verloren, aber... Ja, Space Blocker will ich nicht sein. Hier alles nur für Space Trucker. So, kann ich ihm auch wieder was verkaufen? Komm, ich gebe ihm das hier. Darf er haben. Haben Orion AA 99, Shadow, Lichtbogenschweißer. Ich brauche ja nicht alles. So, habe ich im Schiff noch was? Ressourcen, sehr viele Ressourcen, ja. Ui, da hat es geruckelt. Gucken wir mal den nochmal an. AA 99 packen wir mal hier hin.
Warte mal. Egal. Ah, okay. Der braucht dieselbe Muni wie der Orion. Ja. Ja. Oh wow, die Uhr ist ja super cool. Ich will auf einem Raumschiff leben. Die Auswahl hier ist ziemlich gut. Mr. Suit. Wie ist denn das? Mir gefällt's hier. Kaum Regeln und die Leute gucken auch mal weg. Und so viele Fremde kommen und gehen die ganze Zeit. Perfekt, um Geschäfte zu machen. Findest du nicht auch? Haupthorn ist wohl ganz in Ordnung. Ich kenne die Leute hier noch gar nicht. Ein Ort, wo die Leute den wahren Wert von Diskretion anerkennen, ist immer gut. Ich bevorzuge Orte, an denen man sicher ist. Vielen Dank auch. Ah, ich mach das jetzt. Es ist sicher kein Neon. Ich habe ein kleines Paket, das nach Aquila City muss. Ich brauche jemanden mit Diskretion und ohne Fragen. Die Hilfe, die du brauchst, ist sie illegal? Illegal ist ein hartes Wort. Hier ja, also illegal. Habe ich alles geregelt. In Aquila City sieht das anders aus. Aber sollte Schmuggelei wirklich ein Verbrechen sein? Ich mach den mal. Ich mach das ein andermal. Oh. Ich mach das mal ein andermal. Ich hab auch nicht. Ey, ich will an dir vorbei. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Zeug nicht beschützen kann, ist hier falsch. So, gehen wir mal hier rein. Ah, da haben wir sie wieder. Du hast es geschafft. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger gemacht? Nö, kein bisschen. Gut, hat sicher nicht geschadet, dass ich sie schon weich gekocht hatte. Gutes Timing. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshal lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Na, gehen wir zu Ron. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Komm. Okay, wieso ruckelt das Spiel gerade so viel bei mir? Ich nehme an, dass der Ron Hope verkörpert die Redewendung keine Kosten scheuen. Präsident von Hope-Tech, sondern auch Mitglied im Rat der Gouverneure. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also ich habe viel Zeit investiert, um eine gute Beziehung zu Hope aufzubauen. Er ist manchmal etwas schwierig. Ohne die Fabrik, aber auch Staub. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. So ziemlich jeder in der Stadt verdient sein Geld nur dank ihm. Das muss ihn gewaltig unter Druck setzen. Was ich sagen will, behandle ihn mit etwas Respekt. Aber nur etwas. Nur etwas Respekt. Bis ganz nach oben. Bilde ich mir das ein oder haben alle Spitzenmanager der Systeme ihr Büro im obersten Stockwerk? Über allen zu stehen gibt ihnen wohl das Gefühl, nun, über allen zu stehen. Wow. Was eine Erkenntnis. Na, ich gehe eher davon aus, dass einige das auch immer machen, weil von ganz oben immer die beste Aussicht ist. Zumindest sollte man das meinen. Nicht nur unser Ertrag,
Menschen in der Fabrik verantwortlich. Wir kümmern uns um unsere Leute, Burgett. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung, Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar Ranger. Die? Verdammt, die sieht ein bisschen zu sehen. Nee, die sieht ein bisschen aus wie unser Charakter, nur als weiblich. Als Frau. Ja, Mr. Hope. Das ist der Deputy, von dem ich erzählt habe. Großartig, großartig. Das ist auch... noble Berufung, Freestar Ranger zu werden. Wir das ist Ron Hope. Von euch brauchen. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Ich habe dein gestohlenes Schiff auf Montara Luna gefunden. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich lasse es sofort abholen. Damit ist eure Arbeit aber natürlich nicht getan. Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern. Deine Position interessiert mir einen Dreck. Ja, Mr. Hope, auf mich ist Verlass. Schön, dass wir uns verstehen. Ich weiß nicht, warum du diesen elitären Freestar-Snob unterstützt, aber okay. Ich trage deine Entscheidung mit, auch wenn sie mir nicht gefällt. Mir gefällt das also, eigentlich auch nicht. Habt ihr wenigstens irgendeine Spur, einen Hinweis? Das Schiff wurde an eine Gruppe von Männern geliefert, die eine Farm kaufen wollten. Natürlich, eine Gruppe von Söldnern hat einen Dieb angeheuert, um dein Schiff zu stehlen. Noch nicht, deswegen bin ich hier. Vielleicht habe ich zu viel erwartet. Du bist ja noch Deputy. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Warum hat niemand den Diebstahl gemeldet? Weil ich das angeordnet habe. Würde das herauskommen, wäre unser Image unwiderruflich beschädigt. Ich stehe in heftiger Konkurrenz zu anderen Schiffsbauern. Jedes Anzeichen von Schwäche wäre fatal. Und vor allem würde wohl jeder Schiffsdieb in den besiedelten Systemen nach Hopetown kommen und das nächste große Ding planen. Der Dieb hatte Hilfe von einem Insider. Weißt du darüber nicht? Was? Unsinn! Wir überprüfen unsere Leute sehr genau. Hopetech legt allerhöchste Standards an seine Mitarbeiter an. Aber ich könnte Cosette wohl eine gründliche Personalüberprüfung durchführen lassen. Sei versichert. Wenn wir Beweise dafür finden, dass einer meiner Leute beteiligt war, informiere ich dich. Hat jemand den Dieb gesehen? Wir haben jeden befragt, der zum Tatzeitpunkt im Gebäude war. Niemand hat irgendetwas gesehen. Und ehrlich gesagt halte ich das für höchst unwahrscheinlich und äußerst verdächtig. Ich gestehe aber ein, dass der Hangar manchmal leer ist. Es ist also nicht unmöglich, dass der Dieb sich unbemerkt hineingeschlichen hat. Hatte das gestohlene Schiff irgendetwas Besonderes an sich? Nein, gar nichts. Es war ein ganz gewöhnlicher Hopetech-Frachter. Wobei es natürlich äußerst wertvoll war. Hopetech baut die robustesten und zuverlässigsten Raumschiffe in den besiedelten Systemen. Meine Schiffe halten doppelt so lange wie alles, was Stroud Eklund fabriziert. Ich glaube, wir sind fertig. Gut. Dir muss eines klar sein, Deputy. Diese Stadt ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern. Ich mag ihn nicht. Hopetech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt. Die Last der Verantwortung für die Arbeiter ist natürlich eine
Unannehmlichkeit für dich, Hope. Doch auch der Deputy trägt große Verantwortung. Ich habe großen Respekt vor der Marke und den schwierigen Entscheidungen, die sie mit sich bringt. Das Wichtigste aber ist das Wohlergehen meiner Leute. Ich verstehe deine Lage. Ich hoffe es. Entschuldigung, Mr. Hope, aber es ist dringend. Nicht jetzt, Cosette. Ich bin beschäftigt. Sprich mit... Neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Ich kann mich wieder der Arbeit widmen. Denk daran, was wir besprochen haben. Meine Leute zählen auf dich. Hey, können wir uns kurz unterhalten? Wo geht sie jetzt hin? Hä? Ich dachte, ich soll jetzt mit ihr reden und dann auf einmal... Hey Doc, es gibt ein Problem mit einem Schiff. Wo willst du hin? Grundsätzlich nie etwas Gutes. Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Das war Zeitverschwendung. Nicht vollständig. Du hast immerhin einen Hinweis bekommen. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger. Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Jalen Price, alles klar. Inwiefern ist Neon anders? Was kannst du mir über Ranger Price sagen? Er ist ein Pragmatiker. Er sieht die Dinge so, wie sie sind. Und er hat gute Verbindungen, was in Neon viel wert ist. Du solltest auf ihn hören. Das hält dir Schwierigkeiten vom Leib. Und inwiefern ist Neon anders? Ja, darüber ist klar, aber man stundenlang reden. Kurz gesagt, Verbrechen, Gesetz und Gerechtigkeit werden dort anders interpretiert als anderswo. Die Marke hat in Neon nicht so viel Gewicht. Du musst also eventuell kreativ werden. Alles klar. Er kann dir bestimmt helfen. Also, wir haben beide zu arbeiten. Hat mich gefreut, Deputy. Danke noch einmal für die Hilfe da draußen. Ich halte die Augen und Ohren offen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Infos haben. Ja, die Frage, wer dem Schiffsdieb geholfen hat, ist noch offen. Keine Sorge. Ich sehe, was ich rauskriege. Sei vorsichtig, Neon. Nochmal 8300 Credits. Sarah, kommst du? So, okay. Schatten in Neon. Na, ich mag aber Ron Hope nicht. Ich glaube, ich laufe hier falsch. Kann das sein? Ja, das ist schon hier richtig, glaube ich. Ja, das ist schon richtig. Ja, hier. Die Waffe im Halfter. Ja, ja. Die örtliche Security regelt die meisten Probleme hier. Ich greife nur ein, wenn es was Großes ist. Sarah, kommst du? Oder laufen wir jetzt beide hinterher? Ne, nur Sarah, okay. Okay, gut, dann... Die Arbeiter machen hier gerne einen Dra- Haben wir wieder einen neuen Skillpunkt? Nee. Aber wir müssten hier tatsächlich noch mehr Sachen skillen. Wir kommen hier tatsächlich, was Skillen angeht, nicht wirklich voran. Wir haben noch nicht viel erreicht. Und ich weiß nicht, wie weit wir schon mit der Story hier sind. Ja, komm, da lang. Ich bin ganz oben, Captain. Man kann es deutlich schlimmer erwischen als bei der Constellation. So, okay, wollen wir mal los und schauen wir mal an, was wir in Neon finden. Und wieder auch nach Neon. Check abgeschlossen.
Orbitaleintritt fertig. Tanzen wir zwischen den Sternen. Was ist denn das? Station Polvo? Müssen wir da einmal hin? Ne, begib dich nach Sprengzone, sprich mit Mr. Tate. Er wirbt die Kraft auf Arane 1. Kraft aus dem Jenseits. Die müssten wir auch nochmal alle machen. Das Casting. Weiter ins Unbekannte, sprich mit Wladimir. Alle für ein. Kraft aus dem Jenseits. Er wirbt die Kraft aus Piazzi 4C. Könnten auch mal die Tage uns um die Kraft hier mal kümmern, dass wir da ein paar mehr sammeln. Ich glaube, das meiste ist jetzt nicht relevant für uns. Ich schließe die mal alle wieder. Wir haben schon so viele Quests hier offen. So, Präventivmaßnahmen. Wer wirkt es, hat mir ein Ziel auf Maheo 4 gegeben. Ne, Maheo 6. Ich werde es finden und töten. Ich könnte auf Widerstand stoßen. Kriegen wir da auch irgendwann ein Schiff? So, einmal alle wieder geschlossen. Da ist es. Ich hätte schon gern ein Schiff. Ein neues. Ein zweites. Ich liebe das Gefühl nach einem perfekten Sprung. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Ja, okay, mach das mal. Gut, jetzt können wir landen. Jetzt können wir landen. Jalen Price, wo finden wir den Dude? Gleich hier vorne irgendwo. Wenn sich die Gangs heute mal nicht. Ach, hier. Könnte das ein guter Tag werden. Ich werbe auch dafür, dass wir mal uns neue Klamotten organisieren. Wir tragen schon viel zu lange das hey, Gleiche. Mir ist egal, für wen du arbeitest. Du kannst nicht. Oh, du bist der Neuling, oder? Und du bist wohl Ranger Price. Wie er leibt und lebt. Der Marshall hat gesagt, du gehst einem Hinweis auf ein gestohlenes Schiff nach. Ehrlich gesagt fließt sehr viel Diebesgut hier durch. Aber die Stadt wahrt ihre Geheimnisse sehr gut. Sogar vor uns. Okay. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wenn du nach den Regeln spielst, kannst du auf meine Hilfe zählen. Wir sind hier nicht in Aquila City. Die Marke ist hier weniger wert. Die Leute, die hier das Sagen haben, scheren sich nicht groß ums Gesetz. Unser Job ist es, den Frieden zu hüten und dafür zu sorgen, dass die Gewalt nicht eskaliert. Es kann hier wirklich keiner einen übereifrigen Deputy brauchen, der überall herumschnüffelt. Das Gesetz ist in Neon zwar nicht willkommen, du solltest aber dennoch deine Pflicht erfüllen. Du drückst also einfach ein Auge zu. Gesetz und Gerechtigkeit sind keine flexiblen Konzepte. Sie sind absolut. Ich mache keine Erbe. Gut. Unfassbar. Du drückst dich vor deiner Verantwortung? Wegen der Meinung dieses Idioten? Scheiße. Du musst noch viel über Pflicht und Ehre lernen. Dein gestohlenes Schiff muss im Raumhafen gelandet sein. Wenn es frisch aus der Fabrik kam, ist es sicher aufgefallen. Ich glaube, Sarah gefällt gar nichts, was ich da jetzt gerade... Er macht in der ganzen Stadt Wartungsarbeiten und behält für mich den Schiffsverkehr im Auge.
Ich stelle ihn dir vor, aber erwarte keinen Gefallen. In Neon kostet alles etwas, wenn auch nicht immer Credits. Ist dein Informant auch wirklich vertrauenswürdig? Wir sind in Neon. Es gibt keine Garantien. Und wen ich vertrauenswürdig finde, ändert sich täglich. Rede mit ihm oder nicht. Deine Entscheidung. Du kriegst oft ungebeten Besuch. Irgendwelche Tipps für einen Deputy der Freeze Ranger, der... War es deine Entscheidung, in Neon stationiert zu werden? Machst du dir keine Sorgen, dass deine Marke dich hier zum Ziel macht? Nein, ich habe Freunde auf höchster Ebene, sozusagen. Meine Mutter sitzt im Vorstand von Ryujin Industries. Vielleicht kennst du sie ja. Alexis Price. Es herrscht ein brüchiger Frieden hier in Neon. Ist besser für alle, wenn die Syndikate und die Konzerne möglichst reibungslos koexistieren. Bring mich zu Billy Clay. Komm. Sarah. Irgendwie verkacke ich's bei Sarah gerade. So. Okay, bring mich darüber. Echt beeindruckend, wie du bei dem Bankraub in Aquila City freiwillig mitgeholfen hast. Ja, ich habe die Berichte alle gelesen. Eins lernt man in Neon schnell. Informiert bleiben und am Leben bleiben gehören zusammen. Echt erstaunlich, dass du keine einzige Geisel verloren hast. Kein Wunder, dass der Marshall dich sofort rekrutieren wollte. Wenn er es nicht getan hätte, hätte er ausgesehen wie ein Idiot. Weil ein unbeschriebenes... Verdammt. Hat er einfach aufgehört zu reden. Ich hoffe, nach dem Ladebildschirm jetzt redet er weiter. Ich will jetzt wissen, was er noch zu erzählen hat. Kann ich das mit Sarah noch irgendwie retten? Die ist ja sehr sauer auf mich. Wenn hier jemand versuchen würde, eine Bank zu überfallen, würde er sofort abgeknallt werden. Geiseln hin oder her. Es gibt zwei Dinge, die man in Neon nicht tut. Erstens Bayous Geld anrühren und zweitens Aurora vom Planeten bringen. Aber das ist dir klar, oder? Deswegen hast du mir gerade gesagt, dass du keinen Ärger machst. Wenn du das beherzigst, passt du hier gut rein. Also Ärger bin ich eigentlich immer gut zu haben für. Ich bin eigentlich eher nur so, hier, ich versuche eigentlich in Videospielen immer, den Leuten das zu erzählen, was die hören wollen, damit die weiterkommen. Hast du kurz Zeit? Was? Ah, du bist's. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du bist einer von Goodmans Leuten. Weit gefehlt. Unser neuer Deputy hier arbeitet an einem Fall und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Schieß los, Neuling. Alles klar. Hier ist vor kurzem ein gestohlenes Haupttech-Schiff gelandet. Ich brauche Infos zum Pilot. Suche einen Dieb, der clever genug ist, ein Schiff aus der Fabrik zu stehlen. Ach, was weißt du über ein gestohlenes Haupttech-Schiff? Spuck's aus, Abschaum. Frisch aus der Fabrik? Wow. Das ist echt mal beeindruckend. Tja, es ist so. In Neon gibt es unendlich viele Schiffsdiebe. Ich sehe sie täglich kommen und gehen. Ist ganz schön schwer, die alle auseinanderzuhalten, wisst ihr? Es sollte uns wohl kaum überraschen, dass er im Gegenzug etwas verlangt. Ich gebe ihm Geld. Nicht auf Credits aus, aber nein. Du kannst mir einen Gefallen tun. Dass er nicht mal Credits will, macht mich langsam doch ziemlich nervös. Ja. Ich kann dir helfen, aber im Moment ist mein Leben in Gefahr, obwohl ich nichts gemacht habe. Okay, das wieder. Die Ranger sollen doch die Unschuldigen beschützen, oder?
Worauf willst du hinaus? Bitte, hör mir einfach zu, okay? Ich muss wissen, dass auf dich Verlass ist. Ja, worauf willst du hinaus? Ja, komm. Dann musst du dir das anhören. Es geht um meinen Bruder. Er ist gestorben, hatte aber noch Schulden bei einem Syndikat-Kredithai namens Emmett Goodman. Jetzt will Goodman das Geld von mir eintreiben. Und wenn ich nicht zahle, bin ich tot. Schrecklich. Du solltest nicht für die Schulden deines Bruders haften. Ach ja? Erzähl das mal Goodman. Das interessiert ihn nämlich kein bisschen. Er will nur sein Geld. Das ist nicht mein Problem. Und jetzt sag mir, was, von welchem Syndikat redest du? Vom einzigen, das hier von Bedeutung ist. Vom Seoka-Syndikat. Denen gehört die Stadt quasi. Aber Gerüchten zufolge hat Emmett Goodman sich unbeliebt gemacht. Sie vermissen ihn also vielleicht nicht, falls er verschwindet. Ich rede mit diesem Kredit, aber wehe, das lohnt sich nicht für mich. Ich schwöre es bei meinen besten Schraubenschlüsseln. Goodman hat sich in einem der Lagerhäuser in Epside verschanzt. Das Lagerhaus ist fest verriegelt, aber es gibt einen Wachmann, der einen Schlüssel hat. Ich bleibe bei Billy, falls Goodmans Eintreiber auftauchen. Die sind nicht so dumm, sich mit mir anzulegen. Okay. Klären wir das mal. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich hier gehe? Nope. Sarah, aus dem Weg. So, hier, dann gehen wir mal da lang. Ja, das ist der richtige Weg. Dann. Ah, da lang. Was? Oh, stinkt das hier unten. Oh, puh. Wir tragen das, die Arbeiter. Diesen Gestank nach faulem Fisch und wer weiß was. Ich glaube, das ist der Fisch, aus dem Aurora gewonnen wird. Kann das sein? Alter, ist der riesig. Kann das sein, dass das dieser Aurora-Fisch ist? Jetzt kommen wir am Fisch nicht vorbei. Ach krass, und da geht's runter zu... Zum Hafen, ne? Zum Flughafen. Raumfahrthafen. Wie nennt man das? Und wo bin ich hier jetzt gelandet? Hä? Wo schickt mich das Game hin? Da schon wieder die... Ah, okay. Hier wieder bei dem Privatgrund. Geh weiter. Das ist ein Privatgrundstück. Hm. Ich muss da rein, das ist wichtig. Ehrlich? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich weiß, dass du deine Gründe hast. Ich versuche nur zu helfen. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe mich klar ausgedrückt. Deine nächste Antwort solltest du dir besser gut überlegen. Vielleicht finden wir eine Lösung. So. Was würde es schaden, wenn du mir hilfst? Ich muss darüber nachdenken. Geh rein, red mit dem Boss und komm sofort wieder raus. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Hier, damit kommst du rein. Geil, haben wir geschafft. Haben wir ihn überzeugt. Ja, diese Überzeugungssätze sind aber auch nicht gerade die optimalsten, sage ich jetzt mal. So, wer ist denn das da? Syndikatsmitglied. Die haben aber auch coole Klamotten, muss ich sagen. Da haben wir noch einen. Mir gefällt's nicht, wie du mich anguckst. Was willst du, verdammt? So, ich will mit eurem Boss reden, ja? Hände hoch. Sie sind verhaftet. Oh, guten Tag. Emmett Goodman. Sieh mal einer an.
Besuch ist doch immer schön. Was führt dich her, hm? Bisschen knapp bei Kasse vielleicht? So, ich komme, weil du von Billy Clayton Schulden eintreiben willst. Wirklich sehr nett, dass du für mich intervenierst. Aber ich habe alles bestens im Griff. Dennoch danke für deine Sorge. Was für ein Idiot. Er macht sich über uns lustig. Ja. Billy kann die Schulden nie bezahlen und das weißt du auch. Billy schuldet dir nicht, nur dein Bruder hatte Schulden bei dir. Und genau da liegst du falsch. Carl hat meinen Bedingungen zugestimmt. Auch dem Eintreiben von Verwandten im Falle seines Todes. Ist nicht meine Schuld, dass er Billy mit hineingezogen hat. Aber genau das hat er getan. Was hast du damit eigentlich zu schaffen? So, ich fand's verlockend, einem Drecksack wie dir ein bisschen Angst zu machen. Das geht dich nichts an. Ich brauche Informationen von dir, also helf ihm. Ich mach das hier Wenn mal. Wenn du glaubst, ich habe Angst vor einem vorlauten Deputy, musst du noch viel lernen. So, überzeugen. Ich bitte dich um deine Kooperation. Dann biete mir etwas an, das ich haben will. Es könnte sich rechnen, wenn du es dir mit den Rangern fütterst. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich versuche das hier mal. Wie viel Nein. Zeit du hast, ist nicht mein Problem. Okay. So. So, wenn du mir nichts hilfst, nehmen die Freestyle Ranger dir das vielleicht übel. Wir sollten uns alle beruhigen. Auch meine Geduld hat ein Ende. Dann Nein. solltest du deine Zeit vielleicht produktiver nutzen. Du bist betrunken von deiner neuen Macht und denkst, ich wäre ein Kleinkrimineller, den du herumkommandieren kannst. Vielleicht zeige ich dir mal, wie man in Neon Meinungsverschiedenheiten klärt. Okay, baller. Baller. Großer Fehler. Alter, wie geil ist der denn? Der ist ja richtig geil. Was Nützliches gefunden? So. Mit ihm ist vorbei. Was hat er davon? So, hier müssten noch mehr sein. Unten auf jeden Fall. Da. Kopf runter, bis der Regen aufhört. Keine Bewegung. Scheiße, wie du bist nicht umsonst gestorben. Für den Scheiß sterb ich nicht. So viel dazu. Die wollten das so. Schade, dass ich hier die Klamotten von denen nicht klauen kann. Das sind coole Klamotten. So, aber die wollten das nicht anders. Die wollten nicht verhandeln, also. Was hier das? Ist das dein Ernst? Der ist selber schuld. Okay, gehen wir mal jetzt zu Billy. Ist auch wieder falsch, der Weg. Hier haben die auch alle Panik, weil hier geschossen wurde. Wenn es noch einmal Fisch zum Abendbrot gibt, hä? Bin ich hier wieder falsch? Das kam so komisch drüber. Euphorica, wir haben alles, was du dir von Neon wünschst. Und dann hier, nein, nein, nein. Und dann weg. So, wo muss ich hin? Wo geht's hier wieder raus? Muss ich vielleicht nach oben? Ne, ich glaube nicht. Wir sind ja nirgendwo runtergegangen. Es muss schon irgendwo hier sein. Wähle deine Chance. Wo muss ich hin? Hier ist auch wieder Fall. Hä? Da lang. Das sagt mir schon wohin. Okay.
Man muss schon gucken, wohin. Und dann jetzt hier lang, okay. Hä? Also doch jetzt da lang. Neonkern, okay. Dann gehen wir wieder in den Kern. Und zur Website. Ja, okay, aber auch gut, dass wir diesen Navi da jetzt am Boden haben. Website ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu, ich glaube, ohne das hier könnte man sich komplett überall verlaufen. Im Moment überall. Breitet sich in den besiedelten Systemen wie ein Virus aus. Diese Piraten nisten sich in den alten Anlagen ein. So, Billy. Hast du mit Goodman geredet? Er wurde leider gewaltig. Ist nicht so gut für ihn gelaufen. Ich habe mich darum gekümmert. Wie, das musst du nicht wissen. Ich habe dann keines Problem gelöst. Und jetzt sag mir, was ich wissen will. Hast du auch einen Beweis? Wenn ein Ranger sagt, dass er etwas macht, dann macht er es. Und jetzt fang an zu reden. Okay, jetzt muss ich meinen Teil der Abmachung einhalten. Die Frau, die ihr sucht, heißt Grace Early. Sie stiehlt Schiffe und dann kommt sie meistens damit hierher, um die Ware zu verkaufen. Gerüchten zufolge hat sie gerade einen Job für eine Söldnerbande abgeschlossen und wirft nur so mit Geld um sich. War also wohl lukrativ. Ich kenne sie. Wenn sie gerade nicht arbeitet, ist sie Stammgast bei Madame Sauvage. Das ist auf der oberen Plattform. Ich gebe dir Rückendeckung. Alles klar. Jetzt folgt Amy auch noch. Aber okay, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.